Na, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen ein Spiel, ein bisschen und eine Stunde Zeit. Ihr könnt sehen, mit Elden Ring. Gerade neu raus, heute offiziell der erste Tag, dass man das spielen kann. Also ohne, dass man großer YouTuber ist. 25. Februar. Ich freue mich drauf. Ich kriege den Arsch wahrscheinlich so aufgerissen. Aber egal. Ihr wisst ja, ich kann keine Souls-like-Spiele, aber ich mag die tierisch. Und weil. Thema Video, ne? Ein Spiel, ein bisschen. Also, geben wir uns erstmal ein. Ich habe heute frei, also ich kann dann auch noch länger weiterspielen. Ich werde das Ding irgendwann mal auch als Let's Play machen, aber erstmal will ich das selber für mich durchrocken, damit ich mich nicht ganz so käsig anstelle. Meine, was der Vorteil ist, das Spiel ist relativ neu. Die Leute wissen, außer die, die vielleicht den Network Stress Test gemacht haben, wissen von dem Spiel auch nicht wirklich viel. Ich habe ein Problem, seht ihr gerade, Offline-Modus, ich kann online nicht spielen. Einstellungen habe ich schon getätigt, habe auch schon, muss ich gestehen, eine Viertelstunde reingespielt, einfach, dass die Technik funktioniert und alles. Aber jetzt starten wir trotzdem ein brandneues Spiel, ich habe den alten Spiel schon gelöscht. Ja. Kommen wir mal zu den Charakterklassen. Vagabund, da kann ich doch noch was einblenden, jawohl. Da kann man nämlich sehen, was die für Werte haben und was die für Start-Items schon mit sich tragen, auch Startwaffen und sowas. Vagabund würde ich ja fast so als Ritterklasse einstufen. Pff, den präferiere ich auch tatsächlich. Der Kriecher ist irgendwie so dieser. Wo habe ich denn das erstmal gesehen? Ich glaube Dark Souls 2, dieser Zweihandkämpfer, also der mit so zwei Säbeln rumhantiert. War nie so mein Spielstil. Das ist so Richtung der Bandit aus Dark Souls 1, wie ich finde, weil diese große Axt und der Schild und dann halt auch so ein bisschen so, ja, könnte sein. Ja, haben wir den Banditen, der eigentlich sonst immer Dieb genannt wurde. Ich weiß es auch nicht warum. Astrologe sieht mir so ein bisschen, das könnte so die Zaubererklasse sein. Der hat hohe Weisheit, ja, schätze ich mal. Kraft ist relativ niedrig, Geist ist hoch. Ja, das wird so der eigentliche Zauberer sein. Der hier ist so ein bisschen der Kleriker, würde ich einfach mal sagen. Priester, irgendwas in der Richtung. Weil da unten dieser komische Zirkel oder Winkelmesser. Nee, Zirkel. Winkelmesser, ja. Schon, wenn man, ja, es gibt mehrere. Ich laber Bullshit, ich weiß. Ja, gut, das wird hier irgendwie so, der hat mit Wundern zu tun und bliblablub. Das ist so eine eigentlich relativ interessante Mischung, Bogenschütze, Krieger. Ist eigentlich sowas, wo ich gesagt hätte, oh, den würde ich spielen, aber ich kann halt mit den Japano-Gedöns nichts anfangen. Das ist halt, ich möchte halt in keiner Samurai-Rüstung rumrennen. Sag ich ganz ehrlich, ist nicht mein Fall. Katana habe ich auch nie gerne gespielt. Egal. Das ist hier, so würde ich sagen, kommt am nächsten dem Adligen aus Demon's Souls. Hört sich jetzt bescheuert an, aber Mann mit der eisernen Maske ist ja auch ein Adliger. Und ja, der kann zaubern, aber der kann auch draufhauen. Also, den habe ich mal ausprobiert tatsächlich. Der hat ein Rapier. Spielte sich nicht schlecht, aber war jetzt denn doch so. Ich gebe zu, ich habe eigentlich die Klasse angewählt wegen der Optik und habe dann danach erst festgestellt, dass das so vom Spielstil eigentlich das ist sogar, was ich bei Demon's Souls präferiere, aber hier nicht so. Und was ich auch noch interessant finde, ist der da, das ist so Paladin-mäßig. Der kann Wunder wirken, aber kann halt auch draufhauen. Insofern auch nicht so verkehrt. Finde ich auch eigentlich ganz nice. Aber ich glaube, ich tendiere zum Ritter jetzt aber noch zur letzten Klasse. Bettler natürlich ist klar. Der hat nur. Diesmal hat er nicht mal ein Holzplankenschild dabei. Oder ein Holzschild. Nur eine Keule haben sie ihm gegeben. Bisschen traurig. Wir nehmen den Vagabunden. Also ich sage jetzt Ritter dazu, aber spielen weiblich. Violencia. Und gib ihm. Und wie gesagt, ich mache erwachsen. Hier kann man aber die Heldenklassen auch nochmal wechseln. Die Heldenklassen, also die Spielklassen.
Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Hier gehe ich nochmal durch, weil A, könnte ich ja noch tendieren, doch was anderes zu spielen. B, kann man sich die hier wirklich mal genau angucken. Das ist eigentlich ganz schön. Da, das ist doch wirklich 1A, der Bandit aus Dark Souls 1. Klar, andere Optik und sowas. Der Schild sieht cool aus, muss ich echt sagen. Und das ist 1A, der Dieb. Der hat sogar einen Bogen, also eigentlich wäre der auch gar nicht so schlecht. Ein Parierschild, ja, ist nicht so mein Spielstil halt, aber der Bogen wäre halt schon wieder gut, weil ihr kennt ja mich, was so die Souls-Spiele angeht. Ich cheese ja auch ganz gerne mal, also ich schieße, indem ich schieße. Wisst, was ich meine. Das sieht irgendwie auch cool aus, aber will ich nicht. Wie gesagt, ach, der Samurai, das ist. Da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, oh, geil, geil, geil. Mein Fall ist es halt einfach nicht. Also da ist bei mir auch ein bisschen Fashion Souls mit am Start. Und wie gesagt, Katana, Uchi-Katana, das ist alles nicht meins. Der ist irgendwie, oder sie halt in dem Fall, war schon optisch cool. Deswegen habe ich den ausprobiert. Und wie gesagt, das ist so Kampfmagier-Richtung. Die Waffe ist auch gar nicht so verkehrt. Da kann man sich auch hinterm Schild verstecken und pieks, pieks, pieks machen. Also, das ist halt wirklich so am nächsten ran, was der Adlige bei Demon's Souls war, finde ich. Bekenner, es sieht halt auch krass gut aus, muss ich sagen. Aber da ist schon wieder was, was mich stört. Warum gibt es heutzutage sowas noch? Da glitscht schon im Vorschaubildschirm die Schwertscheide hinterm Umhang. Dann hätte ich doch die Schwertscheide sogar weggelassen. Das ist doch. Seid's mir in die Base, aber. Muss sowas sein. Und. Natürlich Bettler bzw. Bettlerin. Aber ich glaube, der Vagabund, der Ritter Pasch, da ist es auch so mit der Schwertscheide. Das ist nicht schön. Das muss heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Aber egal. Ach, übrigens, Spiel ist natürlich auf der Xbox One X. Habe ja noch keine neue Konsole und mein PC wollte ich das nicht zutrauen. Also ein aktuelles Spiel und dennoch Aufnahmeprogramm muss nie sein. Ne? Nee, wir bleiben dabei. Gut. Andenken. Das sind die Geschenke, die man am Anfang kriegt. Ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximalen LP. Das ist so wie der Lebensring irgendwie in den anderen Souls-Spielen. Zwischenlandruine. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das Verbrauchsgegenstand ist oder ob das dauerhaft dazu führt, dass wir mehr Runen sind, die Seelen, mehr Seelen bekommen. Weiß ich nicht. Goldene Saat, da können wir uns einen Heiltrank erhöhen. Estus. Seid mir nicht böse, wenn ich dann die Begriffe aus den alten Spielen übernehme, auch wenn sie anders genannt werden, aber ist halt einfach so. Asche der Vampirwichte, die Asche winziger Golems, angeblich erhält die Asche sogar Geister. Keine Ahnung. Gesprungene Töpfe. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Also wahrscheinlich irgendwie Brandbomben oder sowas. Sieht auch so ein bisschen vom Bild her so aus. Also neben der Zeichnung mit dem Schild ist das. Und das sieht so nach schwarzer Brandbombe aus oder sowas. War ja in Dark Souls 1 auch gar nicht schlecht, um den Asylum-Dämon das erste Mal gleich zu legen. Steinschwertschlüssel. Zwei Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Also kein Generalschlüssel, sondern irgendwie zwei Schlüssel, die man denn an bestimmten Orten jeweils benutzen kann. Fünf heilige Äste erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Miquella. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Betörende Äste. Ja. Ja. So, ne? Gekochte Garnelen. Ja, ich mache sie gebraten lieber, aber egal. 5 Portionen gekochtes Garnelenfleisch erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Also so ein kleiner Buff. Irres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feind. Na, das möchte ich jetzt nicht. Also, nö. Also, ich überlege goldene Saat oder. Diese Zwischenlandruhen. Das scheint ein Ring zu sein. Nehme ich.
Also ich mach's einfach mal. So, jetzt machen wir noch ein bisschen beim Aussehen, aber filleier ich da jetzt ahnend rum. Ein bisschen blasser hätte ich gerne. Ja, so blasser nicht. Das ist gut. Was können wir denn mit dem Körper machen? Ach, muss ich erst draufdrücken? Okay. Da können wir einen riesen Bonjes oben drauf schrauben. Okay. Ach, ist da was eigentlich? Körperlich passt das schon. Oh, Rip sieht doch gut aus. So. Körperbehaarung und sowas, das lassen wir jetzt einfach mal. Gucken wir noch nach dem Gesicht. Haben wir da irgendwie so ähnliches Gesicht? Ich mach da jetzt hier. Boah, geht okay. Also, das ist auch wieder so ein bisschen Souls-like, also From Software typisch. Schönheiten werden halt alle nicht. Na komm, egal. Das Haar selber nochmal ändern. Okay, das sieht mir jetzt zu krass nach Feministin aus, sorry. Au! Au! Das ist eigentlich ganz hübsch. Die 24 müssen wir mal vormerken. Gucke ich mal bei den anderen noch so ein bisschen durch. Ach, so wild mit Zopf. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ich meine, er wird wahrscheinlich sowieso hinterm Helm verschwinden, dauerhaft, aber egal. So, was haben wir denn farbtechnisch? Farbe anpassen? Ah, alles klar. Weil da will ich schon, muss ich tatsächlich gestehen. Irgendwas Krasses, irgendwie blau oder sowas, oder lila. Oh Gott, dauert das, bis es da rüber, sich rüberschiebt. Das Gesicht ist ein bisschen zu männlich, oder? Sind wir mal ehrlich. So. Finde die Farbe cool. Nee. Also, das Gesicht komme ich gar nicht drauf klar. Machen wir nochmal über ähnliches Gesicht. Ich muss das, glaube ich, echt ein bisschen schmaler machen. Die sind alle so... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und warum ist eigentlich meine Haarfarbe jetzt schon wieder weg? Was soll das? Das... Ich wollte eigentlich gar nicht so rumeiern. Oh. Das wird alles gerade nicht schöner. Ja, wie noch kantiger oder was? Scheinbares Alter 75, was? Machen wir sie erstmal jünger. Vielleicht wird es dadurch besser. Ja, wird's. Boah, Gott, der. Boah, der. Buh. Gesichtsästhetik. Sorry. Das wird nicht besser. Wir verwerfen das alles nochmal und ich gehe nochmal ganz schnell auf ähnliches Gesicht und das ist ja... Ey, das ist gerade ein Krampf, ne? Ey, das sieht alles nicht gut aus. Es tut mir leid. Egal.
Jetzt nochmal hart, das ärgert mich, dass es mit der Farbe nicht funktioniert hat. So. Okay. Jetzt haben wir das soweit, ne? Jut. Favoriladen oder wie oder was oder hä? Beenden? Spielen wir den Charakter? Ja. Lange noch rumgeeiert. Das ist jetzt bestimmt 10 Minuten hier rumgeeiert. Einfach im Erstellmodus. Muss ja nicht sein. Ne? Ich gebe mir erstmal ein Kippchen. Und schluck kühles Blondes. Ah, das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir haben ein Open-World-Spiel und ich spiele es auf der Xbox One X. Das sind natürlich ein bisschen mehr Ladezeiten als wie bei aktuellen Systemen, das ist klar. The fallen leaves tell a story. Die Schrift ist recht klein, ne? Und das wird in Standbildern erzählt. Das ist eigentlich, da bin ich eigentlich von From Software ein bisschen verwöhnt, was so die kryptischen Vorspänner angeht. Ich meine, kryptisch ist das. Ah. In our home, across the fog, the lands between. Ich kann den Ausschnitt gucken. Sorry. Queen Marika, the Eternal. Is nowhere to be found. And in the night of the black knives, Godwin. Ich glaub ja mal, das eitert ganz schlecht raus, wa? Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden. Wisst ihr, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes habe, von wegen, dass der Ring dann durchgereicht wurde und jeder, der den Ring hatte, wurde immer verderbter? Triggered the shattering. Ist ein Aal oder irgendwie so etwa? Brr. Gut, die werden im Bewegtbild wahrscheinlich noch ekliger, die Bilder. From which no Lord arose. A war. Das Bild hat mich immer schon ein bisschen so an den Sekiro-Waffenarm erinnert, ne? Sekiro, ein Spiel, was mich echt gebrochen hat. Ich bin mit dem Spielstil halt echt nicht klargekommen. Hab ich nie reingefunden. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. Jetzt wird er aber euphorisch. The call of long lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater. Scheiße, was war? And Sir Gideon Othmir. Oh, ich hoffe, das gibt keine Rückkopplung, weil das ist ganz schön laut, wie der da rumbrüllt. Mal gucken, dass ich das im Video hinkriege, ohne dass das irgendwie knackt oder irgendwie so wird. Nachbearbeitung macht das schon. Okay, das ist jetzt wieder so Dark Souls. And become the Elden Lord.
Yeah, der Vorspann ist rum. Wir sind im Spiel. Sind nur 20 Minuten vergangen. Ich glaube, ich mache das ein bisschen länger zur Not. Gucken wir uns erstmal den Charakter an hier. Wir können jetzt auch direkt springen, was interessant ist. Was ich tatsächlich in der Anspielsession noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich auf nein, um Gottes Willen, wie ich auf zweihändig wechsle. Ich hoffe, ich kriege da so tutorialmäßig ein bisschen was. Das ist so ein bisschen sowas wie der Speckstein in Dark Souls. Y-Aktionstaste ist auch ein bisschen seltsam. Okay. Aber gleich mal wieder Postkartenmotive hier. Können alles. Da kann ich sogar runter. Überlebe ich das? Na, da geht's eh weiter. Aber eigentlich auf einem anderen Weg. Wie gesagt, Online-Funktionen habe ich nicht, sonst würden hier wahrscheinlich schon zig Nachrichten rumliegen. Ihr kennt ja die Dark Souls-Trolle. Hier runterspringen. Großer Schatz und sowas, ne? Ja. Ich hätte es gerne gehabt. Wir haben übrigens eine Fettrolle, das gefällt mir nicht. Kartenmenü will ich eigentlich gar nicht. Da ist doch Ausrüstung, Inventar und so Zeug hier wohl. Ja, doch. Schon besser? Ja, langt. Und wir sehen die schönen blauen Haare. Blau-violett gedöhnt. So, gleich mal sterben? Nein. Wir gehen hier zu Fuß runter. Eine schöne bullige Rüstung. Also rein vom Artdesign des Spiels gefällt es mir jetzt schon, oder? Aber da waren ja Souls-Spiele immer schon gut. Ich finde auch technisch für die Xbox One X-Version läuft das eigentlich ganz flüssig. Das sieht auf PC und sowas alles noch ein bisschen besser aus, so was Lichteffekte und sowas angeht, weil ich habe mir da auch schon was angeguckt. Jetzt so ohne mich groß zu spoilern, sondern eher so Tests. Ist schon geil, aber ja, geht auch so. Ansonsten grundsätzlich die Steuerung ist gleich, bloß ich habe echt noch nicht rausgefunden, wie ich die Waffe auf zweihändig mache. Es tut mir leid. Aber das kriegen wir hoffentlich erklärt. Hier ist nichts. Können wir rennen? Ja, können wir. Ah, die Aussauer geht hier nicht runter beim Rennen. Das ist gut. Finde ich super. Kann ich vor allem wegrennen? Hö. Jag mich doch, jag mich doch. Haben wir da schon geschaut? Ihr wisst, ich bin so ein Erkunder. Ich will da wenigstens einmal so kurz mal zum Blick reinwerfen. Ich habe keine Lust, dass ich am Ende irgendein Gegenstand verpasse oder sowas. Das will ich einfach nicht. Jetzt krieg ich, glaube ich, gleich aufs Maul, aber mal richtig. Das wird, glaube ich, nicht gut gehen hier. Servus. Verpflanzter Spross. Alles klar. Der kloppt mir die Ausdauer runter wie nichts gut. Ja, nee, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wir müssen Treffer landen. Der Rest ist mir egal. Zwei Trefferpunkte, jawoll. Au. Ja. Was waren jetzt? Ach, das waren Seelen. Oh, ich hoffe, ich verliere die nicht, wenn ich jetzt abkacke gegen den. Das waren Seelencontainer. Ah. Okay, das war's. Das war so klar. Ist auch wieder so ein Boss. Den haben jetzt bestimmt schon 1000 Leute auf YouTube besiegt und so, ne? Aber das ist so geplant. Das ist so Souls-Formel, ne? Erstmal beim ersten dicken Brocken. Du kommst da irgendwo rein, unerwartet und aufs Maul. Ist so. Muss so. Aber ich habe ihn zumindest einmal verletzt. So
So, wahrscheinlich so wie beim Rasieren geschnitten, mehr war das auch nicht. Wie gesagt, da, ja, da haben wir jetzt das große Manko, Ultra-Version, ein bisschen Ladezeit. Aber, mein Gott. Jetzt kommen wir nämlich eigentlich, glaube ich, erst in das richtige Tutorial. Viel weiter als jetzt bis hier haben wir, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich hoffe jetzt wieder wirklich auf Nachrichten am Boden, was die Steuerung verinnerlichen kann, weil die ist halt ein Tucken was anders. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. Die ist verheiratet. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Ah, sie sieht's mich, das finde ich gut. Also sie sagt sie zu mir, also meinem Geschlecht entsprechend. Also nicht meinem als Spieler, sondern meiner Spielfigur. Ah, Gender-Debatte ist doch schön, oder? Ach, herrlich. Das braucht die Menschheit. Also grafikstilmäßig finde ich es wieder ein absolutes Brett. Technisch basiert es ja auf der Dark Souls 3 Engine. Wo man aber sagen muss, da sollte sich halt From Software auch gut mit auskennen. Purpurtränen. Flasche mit Himmelstränen. Aha. Das ist wohl... Saufen für Heilung. Hier ist es arschdunkel. Ich habe das Spiel eh schon fast auf Maximum Helligkeit, aber hier siehst du nichts, ne? Da oben ist ein Item. Das will ich haben. Das will ich haben. Nee, kommst nicht hoch. Habe ich tatsächlich schon probiert. Hier bin ich noch ein bisschen rumgeeiert. Bei meinem Techniktest. Höhle des Wissens liegt tief unten. Ja, gut. Servus. Ja. Tapfere Befleckte wagt den Sprung. Könnte man fast für eine Trollnachricht halten, aber... Des Lernens und des Echos. Wiss? Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Krieg auch sind wir ja. Des Wars. Okay. Warte mal. Souls. So oft anquatschen, bis die dasselbe wiederholen. Okay, das ging bei dem relativ schnell. Ja. Ne, wir sehen uns hier mal um. Was ist das? Kann ich ja irgendwas machen? Nö. Da oben kann ich rein. Aber der hat gesagt, wach den Sprung, ne? Sollte ich vielleicht doch da unten erstmal rumhampeln. Aber hier ist... Haha! Gnade berühren. Verlorene Gnade entdeckt. Rasten. Zeit vertreiben. Flaschen. Ah, das ist... Das ist cool. Wir brauchen kein André. Ich mach mal viel Heilung, weil ich glaube, ich brauche Magie nicht so viel. Truhe haben wir. Wir haben eine Truhe. Da ist bloß nichts drin. Langschwert. Die Hellbarde lege ich klammer weg. Angelegte Objekte. Achso, die ist angelegt. Die Hellbarde ist angelegt. Wartet mal. Bläh. Nein. Nein. Dann legen wir die mal ab.
gucken mal, dass wir den Helm wieder aufsetzen. Und wir haben eine Fast Roll immer noch. Jawohl. Dann können wir nämlich die Hellbarde hier rausschmeißen. Das wird vom Kampfstil eh so sein. Die Hellbarde will ich nie nutzen. Das ist nicht meine Waffe. Truhe sortieren. Jawohl. Da war's. Die kommt mal weg. Wie ist das eigentlich? Hat das Ding, wo kann ich das sehen? Abwehrschadensresistenz 100%. Sehr gut. Das finden wir doch gut. Was bist du? Ach, da hätte ich diesen Schlüssel schon mal benutzen können. Den ich aber nicht hab. Ja, darum. Findet er in seinen Taschen nicht? Ist natürlich nie da. Nur was da plündern. Fingerabtrenner. Was ist das denn? Krummfinger des Befleckten. Was ist das denn? Ach, ich komme immer in die Karte rein. Ja, das Spiel hat eine Karte. Ja, doch. Erzeugt ein Rufzeichen für Koop-Mehrspieler-Modus. Kann ich ja eh nicht nutzen. Sendet anderen oder euch selbst nach Hause. Zum Schreiben von Nachrichten. Alles klar. Erinnerung der Gnade, alle Runen verlieren und zum letzten Ort der Gnade reisen. Ah, das ist das Dunkelzeichen, wo man immer zurückreist, aber da seine Seelen verliert. Flasche mit Himmelstränen stellt FP, also Fertigkeitspunkte wieder da und LP. Na klar. Aber irgendwie finde ich das gerade komisch, dass ich immer noch 3 habe. Ich habe doch das eigentlich auf 4 gesetzt, dachte ich. Machen wir nochmal, vielleicht muss ich das irgendwie noch bestätigen. Wo waren das jetzt? Flaschen? Verteilen. So. Ich muss wirklich runter auf bestätigen. Okay. Jetzt dürfte ich 4 haben. 4 Estos sind schon mal gut, ne? Und jetzt jumpen wir aber trotzdem da runter, wo Knut Gustav gesagt hat, ich soll mal probieren. Wobei ich sagen muss, nicht ohne vorher zu gucken. Jerome! Au. Da gab's bestimmt auch noch einen anderen wie ich. Ah, ich exkläre mal einen hier. Also hier habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Nochmal ein Ort der Gnade oder sowas. Nochmal so ein Ort Leuchtfeuer. Oh, wenn ich mich hinsetze, kriege ich denn gleich alles wieder? Jo, sind wir wieder voll. Okay, da haben wir den Trank zumindest nicht verschwendet. Ja, Baby! Backstep ist ein One-Hit-Kill, finde ich super. Alter, ist das eine Verzögerung? Ach, jetzt war es nicht mehr orange. Two-Hit für einen normalen Gegner ist in Ordnung. Irgendwas übersehen ja? Ich glaube nicht. Okay. Ah, streckenweise ganz schön dunkel das Spiel. Servus. Moinsen. Ah, Backstep ist, habe ich noch nicht ganz raus, wie der funktioniert. Ich glaube, oh, bis hier. Ausweichrolle ist klar, ist klar. Ja, nee, ist hier. Ist in Ordnung. Jawohl. So muss das. Ja, die geben mir echt viel Seelen, ne? 14 hat er jetzt gegeben. Wups. Wups. Hallo. Das ist ein
Schädeltor oder was ist das? Nee, ist nur Nebel. Da ist einer mit Schild. Waffe für Richterhand wechseln. Y und B und R gleichzeitig. Was zum... Ja, und dann sauf ich. Ist klar. Und das irgendein Bogenschütze. Was soll das? Waffenwechsel ist nicht geil. Also, nee. Dich da oben, dich kriege ich auch noch. Ich sag dir das. Was ist denn das hier? Materialien, damit blablabla. Rova-Frucht. Gucken wir doch gleich mal. Material zur Herstellung von Objekten. Findet man... Ja, super. Bringt mir jetzt erstmal nichts. Aber ich nehme mal mit. Kriegskind kann alles brauchen. Aha. Aha. Pass mal auf. Also bis jetzt noch alles relativ easy peasy. Und da vorne dürfte denn dieser blöde Bogenschütze sein. Yep. Der kriegt da jetzt mal Glee auf den Kopf hier. Er feuert schon. Blödbacken Arschkrampe. So, den hast du jetzt davon. Dein Vater Macker. Ah, Ragdoll. Ragdoll in Soul spielen. Der ist super. Und die Fässer mache ich alle kaputt, weil es ist ja wirklich ein Souls-Spiel so ein bisschen so. In 99 Fässern ist nichts drin. Im 100. dann schon. Waffen haben Talente. Da muss ich glaube ich auf Dings umstellen. Ey, das ist so unintuitiv. Es tut mir leid. Aber es ist ein One-Hit. Finde ich gut. Aber ich habe Angst, ich laufe hier gerade den falschen Weg. Ich gehe nochmal hier runter. Weil da ging es ja auch nochmal weiter, glaube ich. Ihr habt Zeit, oder Leute? Wenn es ein bisschen länger als eine Stunde dauert. Ihr kennt das ja von mir. Das kann schon passieren. Nö, das ist der reguläre Weg. Okay, da ich hab jetzt gedacht, ich habe irgendwie eine Abzweigung übersehen, aber nein. Ach, das ist... Also der Waffenwechsel, da müssen sich irgendwas einfallen lassen. Aber wartet mal, ich will mal was probieren. Ah, wenn ich es hier drückt halte, Y und dann die beiden Tasten, dann geht das schon. Was ich mal probieren will, ist... Jetzt habe ich auf Schild gemacht. Das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt verstehe ich. Mit dem linken Button, dann mache ich die Schildhand auf zweihändig und mit dem rechten, alles klar. Verstehe. Ja. Muss ich erst noch reinkommen. Aber egal. Nicht schlimm. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hier backen.
Ja, das habe ich ja schon mal probiert. Da hat es schon ganz gut geklappt. Komme ich hinter dem? Jo, Lift. Das klappt. Aber theatralisch sterben können sie immer noch, ne? Ich würde ja gerne Perry probieren, aber die sind mir ein bisschen zu verzögert vom Dings. Also da block ich erstmal lieber. Vielleicht sollte ich es wirklich trainieren, aber Brechen von Haltung. Ah, im Springen, okay. Die hat ja schon ein bisschen mehr Bums. Ich glaube, der hat auch ein paar Punkte mehr geben. Aber das. Ich kann hier aber nichts machen. Ist das jetzt automatisch aktiviert oder hä? Keine Ahnung. Soldat Godrix. Servus. Sofort nach dem Blocken Abwehrkonter, okay. Alter! Doof oder was? Da gibt's was in den Rücken. Tot ist er. War jetzt so eine Art Minibus, glaube ich, bloß. Ich wollte gerade sagen, hat der bloß einen gegeben? Aber nein, der hat 400 gegeben. Da ist so mein Mikrofonständer ein bisschen im Bild. Aber der Abwehrkonter, das ist wahrscheinlich, wenn man kurz vorher oder sowas den Schild hochzieht. Naja. Ich habe mich zumindest mal nicht gleich komplett blamiert. Was ist denn hier los? Ah! Jetzt sind wir hier. Wieder. Da schließt sich der Kreis, wie man so schön sagt. Eine Geste. Ja, super. Wie gießt sich die Gesten denn? Da sind die Gesten. Verbeugen lassen wir drin, winken lassen wir drin. Freudensprung, ja. Vorwärts zeigen auch meinetwegen. Wie wende ich die an? ja, ne? Ja. Okay. Dann geht's hier wirklich endgültig weiter. Und wir haben den ersten Miniboss zum Mist platt gemacht und ich habe mich nicht ganz so dusselig angestellt, das ist okay. Die Konterparade hat nicht funktioniert, aber naja. Jetzt mal kurz gucken. Zeitmäßig. Naja, offiziell eine Viertelstunde hätten wir noch. Aber wir spielen halt einfach noch ein Stückchen weiter. Vielleicht machen wir einen zweiten Part, weiß ich noch nicht. Ach, nicht doch nicht solche Sachen am frühen Morgen. Das ist relativ früh am Morgen noch. Wir haben noch nicht mal ganz Mittag. Deswegen halte ich mich mit Bierkonsum noch ein bisschen zurück. Da sind wir eine Runde rum, ja? Haben wir ein bisschen was kaputt gemacht? Ja. Mal gucken will, ob es da irgendwie vielleicht ein Geheimnis gibt oder so. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Platte, die da hochfährt, aber nein, das ist ein komplettes Ding. Dann fahren wir es halt wieder runter.
Ich habe gerade gedacht, da passiert gar nichts. Und lauf! Hätte sich da gelohnt, vielleicht runter zu springen? Das muss ich mir doch nochmal angucken. Ihr wisst ja, da ist ja so bei Geheimnissen, so Dark Souls finden, bin ich ja dabei. Ne? Also ich versuche da wirklich viel selber zu machen. Weil es sah für mich... nee. Das war doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da wäre so eine Zwischenstation gewesen. Aber nee, das ist bloß dieser Kranz hier. Egal. Ich glaube, so oft wie ich hat hier keiner den Fahrstuhl bis jetzt benutzt. Ob die Waffen repariert werden müssen, weiß ich nicht. Kann ich das noch nicht sagen. Licht! Oh, schee. Gefällt mir. Warum habe ich jetzt schon das Gefühl, der da unten, den muss ich jetzt noch nicht haben. Gucken wir uns erstmal um. Was seid ihr denn? Vögel. Erwischt. Eine Flugfeder. Okay. Wölfe? Tatsächlich. Nee, das sind keine Wölfe. Das ist irgendwas anders. Was bist du? Dünne Bestienknochen. Ich denke mal, das sind alles irgendwie Upgrade-Materialien. Und ich muss mal darauf achten, ob die... Irgendwie. Was ist denn das? Oh, ein relativ großer Schädel von einem für mich wahrscheinlich sehr unangenehmen Viech, wenn ich dem begegnen würde. Nein! Nein! Das könnte dieses Einhornpferd, ist es ja nicht, es sind ja zwei Hörner, aber dieses Pferd aus dem Intro sein. Was ist denn das? Fußball. Okay, das ist was, wo ich wahrscheinlich eher einen Bogen bräuchte bei den Viechern. Dass ich das eh nicht erwischt habe, ist wahrscheinlich eher so Zufall. Wo ist denn das jetzt hin? Ach, keine Ahnung. Wir sehen uns mal weiter um. Ach, die Welt ist wieder wunderschön. Ah, wir haben es, okay. Und gibt ein paar Knochen und ein paar Punkte, aber echt nicht viele. Also zum Grinden ist das jetzt nicht so geeignet. Aber die Welt schon wieder. Oh, ich habe so Bock drauf, Leute. Und hier ist auch wieder so ein großer Schädel. Die ich ja wegkicken kann. Okay. Und jetzt sind wir zumindest ums Gebäude einmal rum. Ah! Was ist denn das? Jetzt auch wieder. Ah, ist auch ein Schiff. Das ist auch okay, Mensch. Nee, das ist schon was Riesigeres. Ich versuche nur die beiden Vögel und dann gehe ich mal da in diesem Bereich vor. Und ich glaube, ich mache echt einen zweiten Teil raus. Ja, komm, Leute. Schleichen bleiben, dass ich wenigstens einen erwisch. Jawoll. Wieder Flugfedern. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es irgendwelches Crafting-Material oder sowas ist. Moin!
Die hat mich angeblügt. Ich konnte nicht anders. Es musste Konsequenzen nach sich ziehen. Und die stand halt dumm in der Gegend rum. Das kann ich auch nicht. Da bin ich nicht für. Leuchtet der Schädel? Ja, der leuchtet, der Schädel. Ist ja krass. Abgetrennt vom Rumpf. Schon völlig verfault. Nichts mehr dran. Aber leuchtet. Was dat? Untersuchen. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbilder stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt werden. Mhm. Okay. Halt, Pflanze. Ich würde ja mal echt sagen. Ja, ich weiß, ich habe noch keine Stunde voll, aber ich mache eine zweite, ne? Und mache aber an dieser Stelle Feierabend, dann können wir uns das hier in Ruhe geben, auch das Gespräch mit dem NPC da. Und sage an dieser Stelle bis zur nächsten Folge, wenn es denn wieder heißt, ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Und das mit Elden Ring. Machen wir einfach den zweiten Part. Was soll's, ne? Also, ein komplettes Let's Play werde ich noch nicht machen, aber eine Stunde können wir noch dranhängen, ne? Also, bis dann, Leute. Haut rein.